Hallo Laura. Hallo Lotte. Sind es auf den gelben Steinsprung der Weltmeisterschaft 2012. Und die Schlusslinie dieses Parcours ist der Skio-Steinsprung mit einer Distanz von 7 bzw. 6 Galoppsprüngen auf die zweifache Kombination der Schlusssprung dieses Parcours. Die erlaubte Zeit beträgt 69 Sekunden. Zeitverlauf des Course zum Fahren. 69. Die Punkte, die Sie auf der Tafel sehen, aus der Dressur werden noch einmal erweitert. Die internationale Jury wird in getrennten Richtungen 2 Runden verteilen. Sehr gut. So muss er reiten, dann kommt er 0 an. Er reitet eine genaue Richtung. Schön am Kopf. Weiter geht es mit Neuseeland. Sie ist schon bei uns und hat Gralsträger bei sich. 21 Jahre jung, studiert Medizin an der Universität von Auckland und ist seit dem letzten Jahr bei den Studentenreitern dabei, ist nationaler Jugendreiter-Champion geworden in Neuseeland und ist normalerweise in Prüfungen bis zu 1,45 Meter international unterwegs. Und wenn er nicht passen kommt, dann... Das, jetzt Vertrauen verloren.
Our score in for France, Estelle Quitte, is 14.7, so that is the best star mark at the moment. So well done. Willkommen im Teamfinale um Gold für Deutschland. Lisette Adams. Now we go to Germany, the turn of Lisette Adams. Lisette riding Gralsträger, last to go for the German. Oben geblieben. Vorsicht. The French very, very stylish here in Aachen. But now we go to competition. Our congratulations to New Zealand, France, and yes, Germany. Vergeben. In der kombinierten Teamwertung, in der einzelnen so Championships
trial for Fiat. That's all then, I'll leave you. We start the first go, and it's Algeria, thank you. This time. Second up, it is Austria. Thank you. Now the turn of Belgium. On to Buenos, Canada. All across the Atlantic Ocean, the team, the Maple Leaf of Canada. On the Falcon Champions. Fourth is the Czech Republic. Das sind die fünf Tage lang spannende Wettkämpfe im Europa. Dr. Vrina Berg. Vrina is the president of the All-Nations.